Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute schauen wir uns mal an, was sich hinter dem Begriff Sidechaining versteckt und wie man damit im Mix arbeiten kann. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog und heute kommt das versprochene Sidechain-Special. Ja, wir schauen uns heute eine ganze Menge Beispiele an, wie man mit Sidechaining oder mit Sidechain-Kompression arbeiten kann und den Mix beeinflussen kann, sowohl von der technischen Seite als auch von der kreativen Seite her. Und es gibt eine ganze Menge Beispiele, die ich vorbereitet habe mit dem Pattern, was du in meinem Hintergrund schon siehst. Und dieses Pattern kannst du dir kostenlos runterladen im Mitgliederbereich von meiner Homepage. Geh einfach auf recordingblog.com/anmelden und da kannst du dich kostenlos in meinem Mitgliederbereich anmelden, denn da kann ich dir das Ganze dann zum Download anbieten und du kannst dir das Pattern runterladen und einfach mal parallel versuchen mitzuverfolgen. Was heißt versuchen? Parallel mitverfolgen, was ich dir gleich genau zeige. Unglücklicherweise gibt es dieses Pattern bisher nur für Studio One. Falls da draußen also noch ein Logic-Jünger sein sollte, der sagt, ich möchte das unbedingt auch haben, dann schreib es mir bitte unten rein und wenn sich genügend Leute melden, dann mache ich das auch nochmal als Logic. Ansonsten sind die Prinzipien natürlich völlig nachvollziehbar. Das heißt, ich zeige gleich auch nochmal, wie es bei Logic ein bisschen genauer aussieht mit der Sidechain im Vergleich zu Studio One. Und die Prinzipien lassen sich auch übertragen auf Cubase, Studio One natürlich, das zeige ich ja gleich, aber auch auf Logic, Ableton, Reaper und Pro Tools und so weiter und so fort. Die Prinzipien, die ich gleich zeige, sind also transparent übertragbar auf jeden Fall. Wie das in deiner DAW genau funktioniert mit dem Sidechaining, kannst du sonst auch nochmal in dem Bedienungshandbuch von dir nachlesen. Aber wie gesagt, die Prinzipien sind die gleichen. So, wir gucken das heute, das Ganze, wie gesagt, mal von der technischen und von der kreativen Seite her an. Technische Seite bedeutet im Prinzip, dass man damit seinen Mix zum Beispiel aufräumt und ein bisschen für Klarheit sorgt und so weiter. Die kreative Seite ist eher so, dass man es für Sounddesign benutzt, des Songs. Also für individuelle Beeinflussung des Songs. Aber was das genau bedeutet, schauen wir uns auch gleich an. Erstmal sollten wir uns aber genau angucken, was mit Sidechaining eigentlich gemeint ist oder was eine Sidechain überhaupt ist. Sidechain, Seitenkette, ist ja das übersetzte Wort. Und ich habe hier mal eine Zeichnung vor, bereitet, denn die Seitenkettensignale wirken hauptsächlich auf dynamische Effekte. Dynamische Plugins sind es ja meistens, es sei denn, du hast auch einen Hardware-Kompressor zum Beispiel, der eine Sidechain-Steuerung zulässt. Aber normalerweise reden wir hier über Plugins, also In-the-Box-Mixing. Und ich habe hier einfach mal eine Zeichnung vorbereitet. Da kann man genau sehen, ich hoffe, das ist jetzt genau erkennbar. Ich habe hier mal gemalt, dieser Kasten hier, das soll der Kompressor sein insgesamt. Und hier vorne kommt das Signal rein. Und es läuft hier durch den Kompressor durch. Hier ist ein kleines Regelelement, wo der Kompressor das Signal auch beeinflusst. Und dann geht es hier wieder raus. Und hier kurz bevor das in das Regelelement reingeht, das Signal, wird es abgegriffen, in die Seitenkette geführt und dann zur Steuerung des Regelelementes, also zu dem Teil vom Kompressor, der lauter oder leiser machen soll, zugeführt. Und wie du hier siehst, ich habe hier so einen kleinen Strich drunter gemacht, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das Signal wird nicht zugemischt, es wird ausschließlich zur Steuerung genutzt. Das heißt, das hat keinen Einfluss auf den Sound, der hier im Prinzip durchgeht, außer dass es halt das Regelelement steuert. Und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, denn diese interne Sidechain, die jetzt hier ist, die existiert in jedem Kompressor, in jedem Hardware-Kompressor, in jedem Software-Kompressor. Aber viele Kompressoren, unter anderem auch der eingebaute bei Studio One oder auch der bei Logic, haben die Möglichkeit, das habe ich hier aufgemalt, haben die Möglichkeit, ein externes Signal zum Steuern des Kompressors zu nutzen. Ich habe das gleiche Bild nochmal, das Signal läuft wieder hier rein in den Kompressor, aber wie du siehst, die interne Sidechain ist hier abgeklemmt, das Signal läuft durch das Regelelement vom Kompressor wieder raus und diesmal wird das Steuersignal von außen hinzugefügt und wie du auch hier wieder sehen kannst, ist ein Strich, das heißt, es wird nicht zugemischt, es dient ausschließlich der Steuerung des Kompressors und ich habe ja gerade gesagt, dynamische Plugins sind gemeint, die hauptsächlich durch eine Seitenkette gesteuert werden, durch die Sidechain. Das sind dann Kompressoren, Gates, also Noise Gates in dem Fall, Expander, ein DSer ist auch ein dynamisches Plugin, auch wenn es ein Multiband-Kompressor ist, ein einfacher. Aber da kommen wir gleich noch genau zu. Das sind also alles dynamische Plugins und die lassen sich über das Seitenkettensignal steuern. Soweit ich zumindest weiß. Falls du weißt, welche Plugins man auch noch über eine Seitenkette steuern kann, dann schreib es uns mal bitte unten rein. Ich habe mich wirklich in der Vorbereitung darauf konzentriert, herauszufinden, was für andere Plugins man noch über die Seitenkette steuern könnte. Aber es sind tatsächlich nur dynamische Plugins, zumindest in meinem Kopf zustande gekommen. Also, soweit zur Theorie. Die externe Seitenkette wollen wir heute hauptsächlich nutzen. Hauptsächlich deswegen, weil bei einem von den Tricks, den ich dir gleich zeige,
Folge ist auch die interne Seitenkette betroffen, aber dazu später am Schluss. Vorher schauen wir uns jetzt erstmal die technische Seite an. Und der erste Einsatzbereich, achso, ich muss noch vorwarnen, dieses Video ist ein bisschen länger. Ich mache mal Sprungmarken unten rein, falls du weiterklicken möchtest oder sonst was. Also bitte nicht einfach direkt abspringen, weil es jetzt ein bisschen länger werden wird. Das Thema ist ein bisschen aufwendiger, das ist richtig. Und deswegen kann dieses Video ein bisschen länger dauern. Aber ich hoffe, dass es nichtsdestotrotz informativ genug für dich ist, dass du einiges mitnehmen kannst. Also nochmal dazu. Technische Einsatzmöglichkeiten von Sidechain-Kompression. Wir haben zum Beispiel, wie das jetzt im ersten Beispiel gleich ist, das Problem, dass Bass und Bassdrum ja hauptsächlich im selben Frequenzbereich rumfunken. Also zumindest ohne rum, also im Tiefbassbereich. Das heißt, wenn der Bass zwischen, sagen wir mal, 60 und 120 Hertz alles belegt und da irgendwie stehen, wirklich voll durchgängig präsent ist, dann hat die Bassdrum, die ja im selben Bereich aktiv ist, Schwierigkeiten, sich da durchzusetzen. Man kann also jetzt dafür sorgen, zum Beispiel per Fader, dass der Bass immer ein kleines bisschen leiser ist, wenn die Bassdrum spielt. Dadurch würde man ein bisschen Platz machen für die Bassdrum und beide würden sich ein bisschen besser verstehen. Aber wofür haben wir denn einen Kompressor? Der macht das automatisch. Das muss man also nicht händisch machen. Und wie man das mit einer Seitenkette dann genau steuern kann über die Sidechain, das schauen wir uns jetzt mal im Beispiel an. Also Beispiel 1, Bass steuern über die Seitenkette. Los geht's. So, dann sind wir in der Session und wie gesagt, die Session kannst du dir im Mitgliederbereich meiner Homepage runterladen, recordingblog.com/anmelden und wir hören mal rein, was ich hier im Moment habe. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns noch streiten, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Weiten, nehm heute Reis aus und wir treffen auf alles. Komm, wir machen einen drauf. Kleines Übungspattern, das ich aufgenommen habe und wie gesagt, eine ganze Menge Techniken, die ich hier reingepackt habe. Also es lohnt sich wirklich mal, die Session runterzuladen und in Studio One anzuschauen. Und es werden auch nur interne Plugins benutzt, bis auf der TDR Nova, ein dynamischer Multiband-Equalizer. Falls du verpasst haben solltest, wie ich den mal vorgestellt habe, kannst du hier oben mal gucken, mache ich einen Link rein, dann kannst du den runterladen. Aber wie gesagt, sonst nur interne Plugins von Studio One. Müsste also ohne Probleme auf jeden Fall auch mit einer Artist-Version zu öffnen sein, hoffe ich zumindest. Den TDR Nova kannst du in der Artist-Version allerdings nur öffnen, wenn du auch die Erweiterung hast, um Dritt-Plugins zu benutzen. Lohnt sich aber auf jeden Fall alleine schon für dieses Plugin. So, wir haben also den Bass hier, der hier spielt. Wir hören mal kurz rein. Zwei Bassspuren sind das, die spielen zusammen so. Und ich kümmere mich hauptsächlich um diese Spur hier, die ich hier gerade hier aufgemacht habe. Und da spielt natürlich auch die Bassdrum mit. Ich mache mal den Loop an, der hier oben auch läuft. Eine 4-on-the-floor Bassdrum und die soll jetzt ein bisschen mehr Platz beim Bass bekommen. Also der Bass soll Platz machen für die Bassdrum. Und zu dem Zweck habe ich einen Kompressor hier reingeladen in den Bass, den ich hier mal aufmache. Und der Kompressor soll gesteuert werden über die Seitenkette. Das heißt, er soll über die Seitenkette das Signal von der Bassdrum bekommen und dann quasi immer reagieren, wenn die Bassdrum spielt. Ne? Zu dem Zweck muss ich jetzt also hier bei der Basstrommel, das ist diese Spur hier, muss ich jetzt einmal hier auf die Sense klicken und dann hier bei der Sidechain unten das Signal irgendwo auswählen, wo der Kompressor im Bass ist. Das ist dieser hier, Loop Bass. Da, Kompressor. Und jetzt kann man hier schon im Kompressor sehen, dass der hier das Zeichen hier aktiviert bekommen hat, Sidechain hier. Und das heißt, jetzt bekommt er sein Signal über die Sidechain. Ich klicke hier allerdings hier unten nochmal bei der Basstrommel oder bei dem Loop, den ich hier habe, auf dieses kleine Zeichen, was hier in der Mitte ist, um das Signal Pre-Fader zu schicken. Das heißt, egal wie ich den Fader hier einstelle, den Lautstärke-Fader von dem Loop, egal wie ich den einstelle, der bekommt immer den gleichen Pegel auf die Sidechain geliefert. Das heißt also, der Loop kommt jetzt hier beim Kompressor an und wir gucken mal, ob das schon funktioniert. Und achte mal hier genau drauf auf die Pegelreduktion, die hier stattfindet. Die wird nämlich hier angezeigt. Die pulst genau im Rhythmus von der Bassdrum, denn die Bassdrum steuert ja jetzt den Kompressor. Und die Kompression ist jetzt in dem Fall 2,5 dB im Schnitt. Das heißt, der komprimiert das Signal vom Bass immer um 2,5 dB und macht der Bassdrum also 2,5 dB Platz jedes Mal, wenn die Bassdrum spielt. Wunderbar, ich habe hier eine ganz schmale Ratio von 2:0 nur eingestellt, also ganz vorsichtig. Mittlere Attack-Zeit, ganz langsame Release-Zeit. Das sorgt dafür, dass du nicht so ein starkes Pumpen hast, sondern dass der Bass schön dynamisch immer reduziert wird in der Lautstärke, wenn die Bassdrum spielt. Ich könnte das jetzt auch extrem einstellen, können wir ja mal machen. Wir lassen es mal laufen. Drehen wir den Threshold hier runter. Ne? Dann merkt man sofort, wie der Bass ans Hüpfen kommt. Aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, sondern wir wollen natürlich, dass der hier nur ein kleines bisschen reduziert wird. Also technisch
Technische Einsatzmöglichkeit eines Sidechain-Kompressors. Hier wird der Bass immer um 2 bis 3 dB leiser gemacht. Immer nur, wenn die Bassdrum spielt. Ansonsten kann er ganz charmant durchspielen. Und das sorgt dafür, dass der Bix auf jeden Fall aufgeräumter ist. Ich habe das schon mal in einem separaten Video gezeigt. Aber heute natürlich im großen Sidechain-Special habe ich es hier nochmal genau gezeigt. Und das Prinzip der Sidechain, wie ich die gerade angelegt habe, ist eigentlich immer gleich. Du siehst, dass hier noch eine ganze Menge ausgegraut ist. Das brauchen wir gleich für die nächsten Tipps. Aber jetzt gehen wir erstmal rüber und gucken uns die nächste Variante an, mit der man technisch mit der Sidechain arbeiten kann. Also los geht's. Das war also der erste technische Einsatzpunkt für einen Sidechain-gesteuerten Kompressor. Also der Bass wird immer ein kleines bisschen leiser gemacht, wenn die Bassdrum spielt. Sehr praktisch. Das gleiche Prinzip kann man auch benutzen, um zum Beispiel für den Gesang eine ganze Menge mehr Platz zu schaffen. Das heißt, immer wenn der Sänger singt, bekommt das Playback ein kleines bisschen ein über die Sidechain auf den Deckel und wird dann ein kleines bisschen leiser. Muss man wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel wird, aber man kann, wenn man Schwierigkeiten hat, seinen Gesang im Mix zu platzieren, manchmal ist er zu laut, manchmal ist er zu leise. Wenn du genau dieses Problem hast, dann probier es einfach mal mit dem folgenden Trick aus, nämlich über die Sidechain einen Kompressor ansteuern, der dafür sorgt, dass das Playback immer ein bisschen leiser wird, und zwar nur dann, wenn der Gesang singt. Und das schauen wir uns jetzt auch mal im Beispiel an. Also los geht's. Technische Einsatzmöglichkeit Nummer 2. Die Vocals sorgen dafür, dass das Playback ein bisschen leiser wird, wenn die Vocals singen. Und zu dem Zweck habe ich hier meine komplette Musik auf einen einzelnen Bus geroutet, und der heißt Mucke Komplett, kann man hier sehen. Ne? Da läuft also die komplette Musik drauf, und wenn ich mal abspiele und den mute, du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus, bleiben nur noch die Vocals übrig. Das heißt, das komplette Playback bleibt auf diesem Bus und geht von da erst auf den Masterbus. Das Ganze ermöglicht mir überhaupt erst, diesen Trick zu machen. Es ist also ganz wichtig, wenn du das machen möchtest, dass die Vocals dein Playback steuern, dass du das komplette Playback auf einem Bus zusammenfasst. Und in diesem Bus habe ich jetzt einen Kompressor reingeladen, und dieser Kompressor soll jetzt gesteuert werden über die Seitenkette. Die Seitenkette kommt natürlich dann von den Vocals. Ist ja logisch, wenn die Vocals singen, dann soll es also leiser werden. Also mache ich mal hier den Vocals-Kanal an. Und du siehst hier schon, ich habe eine ganze Menge hier schon vorbereitet. Diese obere Seitenkette hier, da sieht man es auch, Sidechain Mucke Komplett Kompressor. Wenn ich die aktiviere, und die habe ich auch wieder auf Pre-Fader hier geschaltet, wie du sehen kannst. Das heißt, egal wie ich den Fader daneben gestellt habe, es kommt immer die gleiche Menge an Signal bei der Seitenkette und dann im Kompressor von der Mucke komplett an. Also, das ist hier das Steuersignal, was dann an den Kompressor geht. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an, wenn es aktiviert ist. Du kannst auf mich zählen. Du siehst nur ganz leichte Ausschläge. Das heißt, wenn du das zu intensiv machst, dann fängt das Playback an zu hüpfen. Da musst du wirklich aufpassen, dass du den Threshold so einstellst, dass das Playback nicht anfängt zu hüpfen. Ich kann das ja mal extrem zeigen. Aber wirf mich nicht raus, komm, wir ziehen in die Weiten. Nehm heute Reis aus und wir pfeifen auf alles. Ne, da kann man sehr schön hören, wie die Playbacks wirklich wie die Vocals das Playback komplett zusammendrücken. Das ist aber natürlich viel zu extrem. Das heißt, man sollte darauf achten, dass man maximal eine Kompression von, naja, ein, maximal 2 dB wirklich hinkriegt. Dadurch fügt sich beides ein bisschen besser zusammen, aber es ist jetzt für den Zuhörer nicht direkt offensichtlich, warum das so ist. Und ich habe für die Reaktionszeit hier die Attack-Zeit sehr schnell eingestellt auf 1 Millisekunden und die Release-Zeit ein kleines bisschen langsamer mit 120 Millisekunden, damit der Effekt zwar zügig einsetzt, aber nicht so offensichtlich schnell aussetzt wieder. Das heißt, die Release-Zeit ist mit 120 Millisekunden, könnte man sogar noch ein bisschen länger machen. Und die Ratio habe ich auch hier wieder auf 2:1 gestellt, also 2,0:1, damit auch hier nicht zu stark komprimiert wird. Wie gesagt, wenn der Effekt hörbar ist, dann ist er zu stark eingestellt. Dann musst du mit dem Threshold hier ein bisschen runterregeln, damit der nicht zu stark eingreift. Die Peak Reduction, also die Begrenzung der Dynamik des Playbacks, ist hier. Komm, wir machen einen drauf. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns zerstreiten. Ja, an den lauten Stellen etwas über 2 dB. Und wie du hier vielleicht schon gesehen hast, ich habe hier mit dem Make-up-Gain nicht aufgeholt. Das heißt, das Playback soll bei der Reduktion natürlich nicht lauter sein. Es soll leiser werden. Wenn ich hier Make-up-Gain einstelle in der Menge, wie das Signal komprimiert wird, dann ist das kontraproduktiv, weil dann bleibt das Playback quasi auf gleichem Level und der Effekt funktioniert nicht. Also auf keinen Fall Make-up-Gain einstellen. Schnelle Attack-Zeit, langsame Release-Zeit, 2:1 Kompression und dann gucken, dass du den Threshold hier so eingestellt kriegst, dass die Kompression maximal 2 dB ungefähr ausmacht. Dann kannst du einen schönen Effekt hier erwarten und damit fügt sich dein Playback und dein Vocal schön zusammen. Also los geht's auf Punkt 3. Punkt 3, einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir auch bei diesem Punkt, denn in diesem Fall soll es darum gehen, dass wieder ein bisschen aufgeräumt wird im Mix. Ich habe ja gerne Delay auf den Vocals.
Und wenn man auch ein bisschen mehr Delay draufpackt, dann wirkt es auch wirklich ganz gut. Das Problem ist nur, das Delay läuft ja die ganze Zeit durch. Das heißt, wenn ich ein sehr intensives Delay, sagen wir mal Viertel- oder Achtelnoten nehme und eine wirklich lange Feedbackzeit, so dass da wirklich so eine riesen Delay-Fahne hinten, also eine Echo-Fahne hinten dran kommt ans Signal, dann kann es schnell dafür sorgen, dass das Delay, das Echo also, das komplette Gesangssignal vollmüllt, weil es ja die ganze Zeit immer ein Echo hinterher schickt. Also ist es doch sinnvoll, dass man einen Kompressor auf das Echo packt und dafür sorgt, dass das immer nur ausspielen darf, wenn die Vocals nicht singen. Oder dass man es zumindest ein bisschen leiser macht, wenn die Vocals singen. Und dass es dann, wenn die Vocals nicht singen, hinten schön die Hallfahne aufmacht oder die Delay-Fahne in dem Fall. Das geht übrigens auch mit Hall, fällt mir gerade auf. Aber in dem Fall zeige ich es jetzt mal am Delay. Dass die Fahne also wirklich nur ausklingen darf, wenn die Vocals nicht singen. Dadurch sind die Vocals beim Singen selbst nicht so vollgemüllt vom Delay. Aber man muss jetzt nicht jedes Mal automatisieren, wann das Delay an- und ausgehen soll. Also ein relativ einfacher und praktischer Effekt, den Mix aufzuräumen. Und das schauen wir uns jetzt auch mal am Beispiel an. Also rüber geht's wieder. Also die Vocals sollen Delay bekommen, aber nicht zu viel davon. Ich habe zu diesem Zweck mal die Vocals auf einen Bus geschickt und auf dem Bus, wie du hier sehen kannst, habe ich hier ein Analog-Delay geladen und den müssen wir jetzt mal aktivieren hier und dann zeige ich dir mal das Delay. Es ist nämlich ein ganz normales Analog-Delay. Ich habe hier sogar für die Länge des Delays wirklich einen halben Takt eigentlich, also zwei Viertelnoten eingestellt und habe dann hier auf der rechten Seite Feedback auch mit 17,5% schon einigermaßen reingedreht und weil es auf dem Bus ist, ist es natürlich hier mit 100% im Mix verankert. Die Lautstärke kann ich also hier über den Regler von dem Bus hier regeln. Aber wir hören uns die Vocals mal eben solo an, jetzt mit aktiviertem Delay. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns auch streiten, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Weiten. Na, bei den einzelnen Wörtern, wenn so Pausen zwischen den einzelnen Phrasen sind, dann ist es noch völlig okay. Aber wenn ich so eine längere Phrase habe, wie hier zum Beispiel, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Weiten. Dann fängt das Delay langsam an, die Vocals komplett zuzumatschen, weil es wird ja immer zwei Viertel später nochmal abgespielt, das, was ich vorher gesungen habe. Das kann zu viel werden, vor allem wenn das Feedback zu hoch ist. Also ist es doch sinnvoll, das Delay dann zu ducken, wie man dazu schön sagt, also leiser zu machen, immer genau dann, wenn die Vocals singen. Und auch zu diesem Zweck habe ich wieder einen Kompressor hier reingeladen, den wir uns hier angucken können. Wieder das klassische Beispiel. Und wenn wir hier in den Vocals-Kanal reingucken, geht immer ein anderes Plugin auf. Ne? So, wir gucken nochmal hier rein in die Vocals. Da ist die nächste Sidechain unterhalb der, die wir gerade für den anderen Trick hatten. Und die aktiviere ich jetzt wieder. Diese geht jetzt auf den Delay-Kanal, wie man hier auch sehen kann, wenn das aufpoppen sollte. Dann poppt das nochmal auf. Zeig's mir doch nochmal, Baby. Ne? Macht er nicht. Also, wenn man mit der Maus drüber geht, dann zeigt er einem normalerweise, wo das hingeht. Genau, ja, jetzt. Also, Sidechain Vocal Delay auf den Kompressor. Das ist dieser hier. Und der Kompressor kriegt also jetzt, gibt den Vocals dem Analog-Delay, also immer einen auf den Deckel, wenn die Vocals singen. Und das klingt dann so. Nehmen heute Reis aus und wir pfeifen auf alles. Komm, wir machen einen drauf. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Ne? Man sieht es auch am Ausschlag, dass der immer nur, dass der Kompressor immer nur loslässt, also das Signal durchlässt, wenn wirklich die Vocals nicht singen. Und dadurch hat man den schönen Effekt, dass man ein schön langes Delay drauf machen kann auf die Vocals, ohne dass das den kompletten Mix vollmüllt, denn die Seitenkette steuert in dem Fall jetzt mal die Lautstärke vom Analog-Delay. Und ich habe jetzt hier ein bisschen heftiger eingegriffen. Ich habe hier eine Ratio von 4:1 eingestellt und ich habe hier die Exact-Zeit langsamer eingestellt, die Release-Zeit auch wieder auf 120 Millisekunden eingestellt. Und wenn du hier sehen kannst, den Threshold, den habe ich schon ziemlich weiter runtergedreht. Das heißt, hier die Reduktion, die Pegelreduktion ist mit 11 dB aber auch wirklich schon sehr extrem. Das heißt, das Signal vom Analog-Delay wird um 11 dB leiser gemacht, immer wenn ich singe. Und dadurch habe ich dann den Effekt, dass das nicht eben dem Mix in den Weg kommt oder den Vocals in den Weg kommt, aber sobald der Kompressor dann von der Sidechain das Signal bekommt, die Vocals singen nicht mehr, kann er loslassen und dann kommt das Delay auf. Im Mix klingt das dann zumindest, wir machen mal hier erstmal ohne die Sidechain, ohne den Kompressor und dann schalte ich ihn mal dazu. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns auch streiten, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Weiten. Ich muss es lauter machen, damit es auch deutlicher wird. Mach es mal ein bisschen lauter, das Delay, nochmal von vorne. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns verstreiten, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Weiten. Genau an der Stelle, da kommen sie sich wirklich sehr in die Quere. Jetzt machen wir den Kompressor nochmal an und jetzt läuft es so. Aber wirf mich nicht raus, komm, wir ziehen in die Weiten. Nehmen heute Reis aus und wir pfeifen auf alles.
Ja, wenn ich so extrem einstelle, dann wird es wirklich ganz klar auch hörbar, dass der Kompressor wirklich deutlich reduziert die Lautstärke. Aber das ist natürlich zu viel. Also wieder zurück auf Normalpegel und dann können wir damit normal arbeiten. Also die Vocals steuern über die Sidechain einen Kompressor im Analog-Delay und sorgen dafür, dass das Delay nur hochkommt und lauter wird und eine Delay-Fahne hinten dran macht, wenn die Vocals gerade nicht singen. Räumt den Mix auf und ist sehr praktisch. Das war jetzt erstmal der letzte technische Hinweis und jetzt gehen wir mal an die kreativen Sachen. Los geht's. So, kommen wir zu den kreativen Sachen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon darauf gewartet, weil er die technischen Einsatzmöglichkeiten des externen Sidechain-Kompressieren, Komprimierens schon kennt. Kommen wir zum kreativen Teil also. Und ich habe unter dem letzten Video, als ich dieses Pattern auch schon genutzt habe, schon ein paar Fragen dazu gehabt, wie man nämlich diese hüpfende Fläche hinbekommt. Also, hier ist die Antwort. Eine hüpfende Fläche ist ein kreativer Ansatz für ein externes Sidechain-Kompressionsmodell. Und wir stellen uns vor, wir haben eine Fläche, die schön die ganze Zeit im Hintergrund durchspielt. Ein Ton, der einfach durchgeht und wir möchten jetzt, dass diese ein bisschen hüpft. Das ist ziemlich bekannt geworden durch die Dance-Musik in letzter Zeit und natürlich auch ein Effekt, der so auch in einem ganz normalen Song sehr, sehr gut ankommt. Dementsprechend lassen wir jetzt mal die Fläche im Hintergrund vom Song hüpfen und zwar per Sidechain-Kompression. Also, rüber geht's. Also die hüpfende Fläche als kreatives Element im Song und das Prinzip ist das gleiche wie beim Bass. Das heißt, wir nutzen wieder unsere Bassdrum. Ich gehe mal hier rüber und mache die mal wieder auf. Hier die Bassdrum. Und nutzen jetzt die Möglichkeit, dass die Bassdrum immer four on the floor spielt. Die spielt immer bum, bum, bum auf jede Viertel einmal drauf. Und immer wenn die Bassdrum spielt, dann soll die Fläche einen kleinen auf den Deckel kriegen, ein bisschen leiser werden. Und zu dem Zweck habe ich natürlich auch wieder hier bei der Fläche einen Kompressor reingeladen, den wir auch wieder öffnen können. Und da sieht man schon, die Sidechain ist wieder aktiv. Wir gehen also rüber und schalten jetzt bei der Bassdrum, bei dem Loop, schalten wir die Sidechain für die Fläche ein. Das ist diese hier. Wieder Pre-Fader geschaltet, das heißt, egal wie ich den Fader daneben eingestellt habe, die Sidechain wird immer über den gleichen Pegel von dem Loop gefüttert. Ja, füttern ist das richtige Wort, glaube ich, ne? Und schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Der Kompressor ist noch aus und dann mache ich den mal gleich an. Also hören wir mal, wie das klingt. Fläche. Ich mache die mal ein bisschen lauter, damit man sie besser hören kann. Und jetzt den Kompressor an. Ne, und schon fängt die Fläche an zu pulsieren. Das heißt, immer wenn die Bassdrum auf dem Loop spielt, schickt sie das Signal über die Sidechain rüber auf den Kompressor von der Fläche und sorgt dafür für diesen hüpfenden Charakter. Damit auch der möglichst dramatisch ist, habe ich natürlich hier wieder eine Ratio von 4:1 eingestellt und habe den Threshold so eingestellt, dass tüchtig reduziert wird. Wir sehen es hier, ungefähr 10 dB wird das Signal reduziert und die Attack-Zeit ist wieder sehr zügig eingestellt, damit das möglichst zügig einen auf den Deckel kriegt, das Signal, und die Release-Zeit habe ich so nach Geschmack eingestellt, damit es jetzt nicht zu hüpfend wird, zu schnell zurückkommt, damit es ein bisschen organisch klingt. Auch hier wieder darauf achten, dass du nicht mit dem Make-up-Gain hinterher das wieder aufholst, was du vorher eingestellt hast. Das heißt, falls deine Autofunktion sein sollte wie diese hier, musst du die zwingend deaktivieren. Make-up-Gain darf nicht eingestellt werden, weil sonst wird das Signal nicht leiser gemacht. Also, der Effekt ist natürlich auch toll und sorgt für die hüpfende Fläche, die dann im Playback so klingt. Ich nehme mal die Vocals raus, damit wir das auch besser hören können und starte mal nach. So ist natürlich extrem laut, die Fläche soll ja im Hintergrund bleiben. So ist es charmant im Hintergrund und die Fläche scheint mit dem Beat zu atmen. Ne? Das ist immer so eine komisches Geräusch, oh Gott, nagelt mich nicht drauf fest. Also, die Fläche scheint mit dem Beat zu atmen und dementsprechend kriegt das so ein cooles Feeling auf jeden Fall. Der ganze Song scheint mehr zu grooven und mehr zu, ja, der Groove scheint mehr zu hüpfen. Dementsprechend ist es besser tanzbar. Und wenn es besser tanzbar ist, ist es auch insgesamt besser. Also, tanzbarer Groove mit kreativem Einsatz von Sidechaining auf einer hüpfenden Fläche zum Beispiel. Rüber zum nächsten Beispiel. Ja, ein schöner kreativer Ansatz, wie ich finde, auf jeden Fall da die Fläche so schön hüpfen zu lassen. Und man kriegt einen schönen Groove auf jeden Fall ins Playback rein. Man kann den Ansatz auch noch weiter treiben, indem man sagt, weißt du was, der Kompressor, der über die Sidechain von der Basstrommel gesteuert wird, der soll nicht nur die Fläche ans Hüpfen bringen, sondern mein komplettes Playback. Das heißt, der Kompressor müsste dann auf dem, wie er bei mir heißt, auf dem Mucke-Kompressor
Komplettbus sein. Also da, wo alle Instrumente inklusive Bass, Bassdrum, Keyboards, Flächen, Gitarren und so weiter zusammenlaufen, das komplette Playback also zusammenläuft, da muss dann ein Kompressor rein und der wird dann über die Sidechain gesteuert. Man kann aber auch sagen, dass man sagt, also Bassdrum und Bass sollen auf jeden Fall ein stabiles Fundament bleiben und nur die restlichen Instrumente sollen ans Hüpfen kommen. Da müsste man nochmal einen kleinen Bus vorlagern, dem Mucke Komplettbus. Dann macht man einen Bus, wo man die Flächen, die Gitarren und sonstige Instrumente zusammenfasst und schickt den dann nochmal separat auf den Mucke Komplettbus, wo dann schon Bass und Bassdrum zusammenkommen. Wie das genau aussieht, schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel an. Vielleicht war es ein bisschen zu kompliziert zu erklären, aber am Beispiel kann man es ein bisschen besser erkennen. Also rüber geht's. So, übertragen wir das Prinzip von der Fläche einfach mal aufs komplette Playback. Und ich habe hier in meinem Bus, der heißt bei mir in der Regel Mucke Komplett, wo komplett das Playback zusammenläuft. Das heißt, wenn ich den ausmache, dann hörst du nur noch den Gesang. Da habe ich den Kompressor reingeladen. Das ist dieser hier. Und der ist wieder relativ charmant eingestellt. Ne? Kompressionsrate 2 zu 1. Hier eine mittlere Attack-Zeit mit einer Millisekunde, 120 Millisekunden Release-Zeit. Und dann habe ich den Threshold so eingestellt, dass er ein bisschen komprimiert. Schauen wir mal, was passiert. Gesteuert wird das Ganze wieder durch unseren 4 auf dem Boden Groove. Das ist dieser hier, solo abgespielt. Ne, Hi-Hat und Clap, die machen jetzt nicht so viel, die geben nicht so viel dazu, um die Sidechain anzusteuern, aber die Bassdrum hat so viel Energie, dass die auf jeden Fall den Kompressor im Muckebus komplett steuern kann. Und dazu muss ich hier wieder die Sidechain aktivieren, die ich schon vorher angelegt habe. Und die aktiviere ich, ist natürlich wieder Pre-Fader gestellt, damit egal, wie ich den Fader hier einstelle, immer der gleiche Pegel rauskommt. Und dieses Signal geht jetzt hier, wenn ich es drüber halte, kann man es auch sehen hier, auf den Mucke-Komplettbus, den ersten Kompressor. Das ist dann wiederum dieser hier. Und der komprimiert jetzt das Signal, immer wenn die Bassdrum spielt. Also, das klingt so. Solo aus. Weil das komplette Playback jetzt hier betroffen ist, auch mit Bassdrum und also mit Schlagzeug und Bass und so weiter, habe ich jetzt hier eingestellt, dass der nicht mehr als 4 bis 5 dB komprimiert. Es kommt schon ans Hüpfen, aber nicht so extrem. Gefällt mir aber in diesem Fall, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so gut, weil Bassdrum und Bass dann, wenn man das komplette Playback komprimiert, die verlieren einfach an Energie, der ganze Song verliert an Energie. Kann man also machen als Effekt, finde ich in diesem Fall aber nicht so cool. Also habe ich mir überlegt, ich mache das hier mal aus. Ich habe dem Ganzen einen Bus noch vorgelagert, wo ich nämlich die Instrumente außer Bassdrum und Bass zusammengefasst habe. Das ist dieser Bus, der heißt Instrumente praktischerweise und der klingt im Moment so. Ne, Gitarren, Fläche fehlt noch. So, da kommt alles zusammen. Und die sollen jetzt genau das gleiche bekommen wie gerade die Fläche. Das heißt, ich gehe wieder, habe hier schon einen Kompressor reingeladen. Ne, das ist dieser hier. Dieser Kompressor ist jetzt ein bisschen extremer eingestellt. Warum, sage ich dir gleich. Und der kriegt jetzt erstmal per Sidechain ein Signal wieder von unserem Bass, von unserem Loop. Das heißt, der Loop steuert wieder die Sidechain. Gehen wir wieder zurück auf die rechte Seite, gucken uns mal den Kompressor an hier. Und jetzt passiert Folgendes. Ne, fängt jetzt schon deutlich mehr an zu hüpfen als gerade nur alleine die Fläche. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen extremer eingestellt, 20 zu 1 Ratio, damit er wirklich tüchtig komprimiert. Der komprimiert auch hier fast 8 dB und eine sehr zügige Attack-Zeit. Das mache ich immer nach Geschmack. Das heißt, da kannst du ruhig ein bisschen mit rumtüfteln mit den Parametern. Der soll sehr schnell einsetzen, deswegen ist die Attack-Zeit hier auf 0,1 Millisekunden, die schnellste Einstellung gestellt. Und Release-Zeit wieder auf 120 Millisekunden, damit er schön charmant und organisch hinten wieder hochkommt. Das Ganze klingt dann also zusammen. So, und dann schalte ich das Playback mal dazu. Hüpft gut, ne? Und jetzt bleiben Bassdrum und Bass bleiben aber konstant im Level. Das heißt, das Ganze fängt an zu hüpfen, ohne dass es Energie verliert. Machen wir Solo aus. Ich mache mal die Sidechain aus. Jetzt ist es sehr gleichförmig. An. Fängt an zu grooven. Das ganze Playback scheint jetzt zu grooven und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Effekt, den man einsetzen kann. Mal oder durchgängig, musst du selber entscheiden, aber ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Also ich hab's lieber, wenn Bassdrum und Bass stabil das Fundament liefern können und die anderen Instrumente anfangen zu hüpfen. Und so macht es für mich persönlich zumindest Sinn. Also
zum nächsten Tipp rüber. Los geht's. So, das waren bisher alles relativ subtile Effekte. Das heißt, der Zuhörer konnte nicht aktiv wirklich erkennen, also außer er hat vielleicht ein bisschen Kenne von der Materie, aber er konnte nicht wirklich erkennen, was wir gemacht haben. Wir haben das ganze Material ein bisschen ans Grooven gebracht, aber sind jetzt noch nicht so auffällig geworden. Jetzt gibt's aber einen Effekt, der wirklich knallhart reingeht, nämlich den Stutter-Effekt oder übersetzt den Stotter-Effekt. Das ist im Prinzip, als wenn einer relativ zügig den Mute-Schalter an- und ausmacht und dadurch fängt das ganze Signal so an zu stottern. Das kann man auch über eine Sidechain steuern und wie das geht, schauen wir uns jetzt gleich mal direkt im Beispiel an. Sehr effektiv, sehr cool, aber sollte mit Vorsicht und nur selten eingesetzt werden. Also schauen wir mal, wie es geht. Los geht's. So, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, denn der Effekt, den ich dir jetzt zeige, der Stutter-Effekt, der ist nicht ganz so einfach umzusetzen wie die Effekte, die wir bisher hatten. Denn bisher wurde die Sidechain ja immer durch eine bestehende Spur gesteuert. Also entweder über den Bassdrum-Loop, den wir hatten, wo die vier auf den Boden schlagen, oder eben über die Vocals. Jetzt brauchen wir ein externes Instrument, um unsere Sidechain anzusteuern. Und dazu habe ich mir einen Synthesizer zusammengebaut hier, einen Mojito, der wird hier mitgeliefert bei Studio One. Du kannst natürlich jeden anderen Synthesizer auch nehmen. Ich habe jetzt hier einen Monophon-Synthesizer genommen und habe den speziell eingestellt. Ich mache mal die Lautstärke hier hoch, damit du das erhören kannst. Und ich habe hier auch Tasten stehen, da kann ich also draufdrücken. Ne, das ist also ein ganz normaler Pulssound, den ich da gewählt habe. Jetzt nichts Spektakuläres, weil der Sound ist mir eigentlich völlig egal. Das Einzige, was wichtig ist für den Sound, ist, dass der Sound sich wie so ein Rechteck verhält. Das heißt, wenn ich die Taste anschlage, muss der hochgehen. Und wenn ich die Taste halte, muss er da sein. Und wenn ich die Taste loslasse, muss er sofort wieder weg sein. Und das kann ich hier einstellen bei diesem Synthesizer und bei vielen anderen Synthesizern geht das dann auch im Plugin. Wenn du die Attack-Zeit hier, A, Attack, wenn du die ganz kurz einstellst, dann geht der Sound quasi direkt an. Also nicht langsam, sondern ganz schnell geht er an. Dann habe ich die Decay, D für Decay und S für Sustain, habe ich beide hochgedreht, damit der Sound auch wirklich stehen bleibt, wenn ich die Taste halte. Und die Release-Zeit, die Ausklingzeit von dem Sound, die habe ich runtergemacht. Ganz wieder auf den Nullpunkt, genau wie die Attack-Zeit, dass der Sound also wirklich nur stehen bleibt und direkt wieder verschwindet. Wenn ich die Release-Zeit hochdrehe, dann passiert Folgendes. Dann klingt der so aus und wenn ich die hier runterziehe, dann ist er dann ist er sofort wieder weg. Ne? Bei der Attack-Zeit das Gleiche, wenn ich die hochdrehe, schwellt er so rein und wenn ich die ganz runterdrehe, dann ist der Ton sofort an und aus. Und dieses Signal, ich drehe den mal wieder, mach den mal wieder leise, weil ich möchte ja den Synthesizer nicht hören, dieses Signal steuert jetzt die Sidechain. Das heißt, immer wenn dieses Instrument spielt, kriegt die Sidechain das Signal so, jetzt bitte komprimieren. Und zu dem Zweck habe ich mir dann auf dem Kompressorbus, hier unten. Auf dem Mucke-Komplettbus habe ich mir einen Kompressor draufgelegt, der jetzt hier gesteuert wird durch die Sidechain. Und das klingt dann so. Ne, man kann den Einsatz hier auch sehen bei der Peak Reduction, dass der wirklich 16, 17 dB komprimiert. Das Signal wird nicht ganz leise gemacht, sondern wird nur ein bisschen runtergeduckt. Also man kriegt einen auf den Deckel, sodass es deutlich leiser wird und dadurch dieser schöne Effekt. Jetzt verschwindet in diesem Fall das komplette Playback. Das heißt, man kann damit das komplette Playback wegducken. Man kann damit aber auch kreativ noch weiterspielen. Und wenn man dabei den Beat weiterlassen laufen lassen möchte, ich komme schon völlig durcheinander, dann machen wir den mal hier aus und machen mal auf dem Instrumentebus, den ich gerade schon gezeigt habe für den anderen Trick, machen wir einen Kompressor drauf und auch den kann ich natürlich über eine Sidechain steuern vom Stutter-Trigger. Das mache ich jetzt mal hier. Ich mache den einen mal aus für den Hallo. Mache den einen mal hier aus und mache den anderen an, so kann man hier sehen, ne? Der geht jetzt hier auf den Instrumentebus drauf, auf den Kompressor. Und das, jetzt habe ich die Möglichkeit, und das ist ziemlich cool, ich mache den mal auf Solo und den Instrumentebus dann auch und lasse das mal laufen, dann wirst du nämlich sehen, was ich meine. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, über die Tastatur zu spielen und zu steuern, wann der an sein soll. Also, ich spiele mal. Immer wenn ich die Taste drücke, verschwindet das Signal oder scheint zu verschwinden. Das heißt, die Keyboards steuern quasi die Sidechain und sorgen dafür, dass der Kompressor arbeitet oder eben nicht arbeitet. Und wenn man das auf das komplette Playback mal macht hier, also zumindest auf den kompletten Sound hier, die Instrumente, dann kann man damit coole Stutter-Effekte machen. Das scheint zu stottern und wenn man die Solo hier aus, scheint zu stottern und wenn Bass und Beat durchlaufen, kann man damit coole Sachen machen, nämlich Folgendes. Mal. Ich muss, glaube ich, hier die Fläche auch nochmal auf die Instrumente drauf routen, sonst wird das nichts. Also nochmal. Immer wenn ich die Tasten drücke, kann man coole Effekte mitmachen. Ganz schnell.
wirklich ein lustiges, kreatives Spielzeug, mit dem man wirklich viel Schindluder treiben kann, aber wirklich auch mal interessante Sachen reinbauen kann. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass ich fertig werde. Gleich kommt nur noch ein Trick. Also, damit lohnt es sich auf jeden Fall rumzuspielen. Falls du Schwierigkeiten hast, das nachzubauen, aber Studio One hast, dann hol dir auf jeden Fall die Session aus dem Mitgliederbereich, weil dann lohnt es sich mal reinzugucken, wie ich das genau gebaut habe. Ja, toll. Und gehen wir jetzt zum letzten Trick. Jetzt wird es aber auch langsam Zeit. Draußen wird es dunkel. Wir wecken gleich die Kinder. Los geht's. Also wirklich ziemlich cooler Effekt. Damit kann man wirklich viel Schindluder treiben, aber auch wirklich auch viel Charakter in seinen eigenen Song reinkriegen. Und man kann damit natürlich toll rumspielen, nicht nur auf dem Playback, sondern man kann natürlich auch die Vocals damit durchaus zerstören und einen coolen Effekt machen. Das kann man auch, indem man mit Automation den Mute-Schalter an- und ausmacht, kriegt man auch einen Stotter-Effekt hin. Aber gerade diese Variante mit dem Keyboard, die sorgt wirklich dafür, dass man damit auch rumspielen kann und sich einen Effekt dann zusammenlegen kann. Zurechtlegen kann. Man spielt einfach damit ein bisschen rum, drückt auf der Tastatur rum und wenn einem was gefällt, dann nimmt man es einfach auf und dann hat man einen coolen Stutter-Effekt, ohne dass man jetzt mit der Automation dringend rummalen muss und so weiter. Also ein sehr, sehr kreatives Tool, wie ich finde. Kommen wir zum letzten Teil und damit nochmal zurück zum Anfang quasi, zur technischen Kompression über Sidechain. Es ist so, dass man im Masterbus ja oft einen Masterbus-Kompressor hat. Dieser Masterbus-Kompressor soll den berühmten Glue-Faktor herbeiführen. Der soll dafür sorgen, dass alle Elemente des Mixes nochmal ein kleines bisschen kompakter zusammenrutschen und homogener wirken. Das macht er auch. Wenn man einen charmant eingestellten Kompressor da drauf lädt, dann sorgt das dafür, dass nur ganz leichte Pegelspitzen nochmal komprimiert werden und der ganze Mix nochmal ein bisschen mehr zusammenrutscht. Das Problem ist nur, dass auf diesem Masterbus alle Signale zusammenkommen. Also auch dein fetter Bass, auch deine fette Bassdrum und die steuern natürlich den Kompressor auch an. Das sind hochenergiereiche Anteile im Mix und die sorgen natürlich dafür, dass dieser Masterbus-Kompressor deutlich früher einsetzt, als er vielleicht eigentlich müsste. Es wäre also cool, wenn man es irgendwie hinkriegen würde, dass gerade diese Bassanteile den Kompressor nicht zu früh auslösen und man dadurch dafür sorgen kann, dass der Bass schön fett und präsent bleibt, aber die anderen Anteile vom Mix doch ein bisschen kompakter zusammenrutschen. Wie das gleich klingt, das schauen wir gleich mal an. Ich gebe dir noch eben ein theoretisches Beispiel, damit du das auch nachverfolgen kannst, denn wir haben ja am Anfang, habe ich dir ja diese Skizze gezeigt, wo du sehen konntest, mal gucken, ob man das sehen kann. Ja, genau. Also hier, Signal geht in den Kompressor rein und die Seitenkette, die interne, greift das Signal ab und steuert den Kompressor dadurch. Und einige Kompressoren haben jetzt die coole Funktion, dass die im Seitensignal, hier im internen Seitensignal, noch einen Equalizer drin haben. Und dieser Equalizer, der kann jetzt das Steuersignal, also das interne Seitenkettensignal, um den Bassbereich bereinigen. Das heißt, quasi das Signal in der internen Seitenkette wird nochmal bearbeitet mit einem Low-Cut zum Beispiel und dann kann man das Steuersignal um den Bassbereich, um den hochenergiereichen Bassbereich bereinigen und dafür sorgen, dass eben der Bass nicht diesen Masterbus-Kompressor auslöst, sondern nur die anderen Anteile im Mix. Wie das klingt, das schauen wir uns jetzt mal an, ist auf jeden Fall ein super geiler Tipp und ich benutze das eigentlich auch jedes Mal. Also gehen wir mal rüber und schauen mal, wie das klingt. Los geht's. Der Masterbus-Kompressor, unser Freund, soll dafür sorgen, dass der Mix noch ein kleines bisschen zusammengehalten wird. Zu dem Zweck habe ich hier in den Main-Bus, also in den Masterbus, nochmal einen Kompressor reingeladen. Hier, das ist dieser hier und den machen wir mal auf und gucken mal, wie ich den eingestellt habe. Hier mit einer Ratio von 2:1 und mit einer langsamen Attack-Zeit von 50 Millisekunden und 500 Millisekunden Release soll der wirklich nur die minimalen Spitzen abfangen, um das ganze Signal nochmal ein kleines bisschen homogener zu gestalten. Und wir hören mal kurz rein, wie es im Moment klingt. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns auch streiten, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Wand. Also scheint das ganze Signal ein bisschen kompakter zusammenzuformen, aber es gefällt mir persönlich nicht so sehr, weil die hohen Bassanteile, die ich jetzt in diesem Song drin habe, diese hochenergiereichen Bassanteile aus den Loops, die ich hier drin habe, die steuern diesen Kompressor schon stark an. Und das Tolle ist jetzt hier, dass wir jetzt in diesem Fall hier mal nicht die externe Sidechain hier anmachen, wie sie oben ist, sondern die interne Sidechain hier mit einem Filter bearbeiten können. Das ist dieser Equalizer, den ich gerade angesprochen habe. Und wir können diesen Filter mal aktivieren, so. Und dann sieht man hier, dass beim Equalizer ein Low-Cut und ein High-Cut möglich werden anzuwählen. Und ich habe den Low-Cut mal auf 100 Hertz gestellt und wir können mal hier über diese Listen-Funktion, das ist bei diesem speziellen Kompressor jetzt so schön, dass man hören kann, wie das Seitensignal klingt. Machen wir mal auf Listen. Also sämtliche Bässe sind weggefiltert über diese 100 Hertz. Ich kann den auch mal runterdrehen. Volles Signal. Drehe ich den so hoch.
dass Bassdrum und Bass eben diese tieffrequenten Anteile nicht mehr in der Saitenkette haben. Und diese Saitenkette bereinigt um alles unterhalb von, was haben wir jetzt, 107 Hertz, steuert jetzt den Kompressor. Und wenn ich den jetzt mal anmache, den Filter, ich mache ihn jetzt mal aus und dann an, wirst du hören, dass der Bassbereich viel homogener stehen bleibt, aber der Rest vom Song doch deutlich näher zusammenrückt und insgesamt klingt der Song deutlich homogener. Ein wirklich cooler Effekt. Also Filter erst aus und dann an. Achte mal drauf, was passiert. Du kannst auf mich zählen, aus. Zähl mich nicht aus. Wir können uns auch streiten, aber wirf mich nicht raus. Komm, wir ziehen in die Weiten. Nehm heute Reis aus und aus. Wir treffen auf alles. Komm, wir machen einen drauf. Nochmal an. Du kannst auf mich zählen, aber zähl mich nicht aus. Wir können uns auch streiten. Also, wenn der Filter aus ist, der Equalizer in der Saitenkette, dann scheint der ganze Song irgendwie kleiner zu werden und der hohe Bassanteil im Song sorgt dafür, dass dieser Kompressor, ich müsste ihn eigentlich rausnehmen, weil so klingt er nicht ordentlich, so bringt er keinen Vorteil. Aber wenn ich den Filter anmache und mit dem Low-Cut diese interne Saitenkette bearbeite, dann wirkt der Song deutlich homogener und cooler. Also mir gefällt so auf jeden Fall schon richtig gut. Und mit diesem Effekt kann man den Masterbus-Kompressor, wie gesagt, um die tieffrequenten Anteile bereinigen und da wirklich noch mehr Glue reinkriegen. So sieht's nämlich aus. Also, kommen wir zum Finale. Junge, Junge, das war eine ganze Menge Input, aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest einiges davon mitnehmen und vielleicht war ja dein Trick, dein Megatrick gar nicht dabei. Dann schreib ihn mir gerne unten in die Kommentare rein, weil dann kann ich auch noch was lernen. Diese 7 benutze ich in unregelmäßigen Abständen auf jeden Fall. Bis auf den letzten, den benutze ich immer so. Aber damit kann man schön spielen im Mix, kann man schön Lebendigkeit reinkriegen in den Mix und wie gesagt, mit dem Masterbus-Kompressor-Trick am Schluss, da hält man auf jeden Fall seinen Mix sauber zusammen. Ich freue mich von dir unten auf jeden Fall zu lesen, was dir am besten gefallen hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du meinst, nö, das hat mir nicht so gefallen, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und dann passt das auch. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann drück doch mal auf Abonnieren und dann wirst du auch Teil der Recording-Blog-Familie. Vergiss nicht die Glocke daneben, dann kriegst du auch einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt oder wenn ich mal wieder live mische. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou.